Ja, willkommen zur 10. Folge. In dieser Folge möchte ich beginnen mit meine Bienenvölker sind eingewintert, der Garten ist winterfest gemacht. Der Winterweizen ist ausgebracht, spitzt schon hervor. Und die Weiden an unserem See schauen auf das bewegte Wasser von den Herbstwinden. Manchmal hat man einfach so eine romantische Anflug. Gut, was noch ganz wichtig ist, was ich noch zu der neunten Folge anfügen möchte, ist, sind wir nicht alle ein bisschen Chromikum? Hippokrates, 400 vor Christus. Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Natur und den Geist. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor. Krankheiten sind ja keine Schande. Krank sein gehört fast zum Menschsein dazu. Weil wenn wir krank werden, dann an irgendeiner Stelle, an einem Organ, dann ist es ja so, dass unser Bewusstsein durch diese Krankheitssymptome wird ja direkt dorthin gelenkt. Also Krankheit ist für den Menschen eigentlich etwas Wesentliches, weil er auf bestimmte Gebiete gestoßen wird und die bewusstseinsmäßig eigentlich durchdringen soll. Sie sollen ihm bewusst werden. Es ist natürlich dann eine gewisse Abhängigkeit dabei, weil man ist dann nur noch irgendwie mit ihm beschäftigt, wenn es schwerwiegendere Sachen sind. Aber Krankheiten sind grundsätzlich wesensmäßig den Menschen. Ein Tier oder eine Pflanze empfindet Krankheiten nicht so wie wir. Für ein Tier, das akzeptiert es einfach, aber es hat nicht das Bewusstsein, irgendwo dahin zu gelangen. Was hat es für einen Sinn, die Krankheit? Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, jedes Symptom hat erst einmal eine gute Absicht. Das hat lange gebraucht, bis ich das eingesehen habe. Aber es ist mir eigentlich vom Verständnis her, ist es für mich klar und logisch. Wenn man in der Situation ist, ist es natürlich schwierig, das so anzunehmen. Für Samuel Hahnemann ist es eher so, wie er in seinem Paragraph 11 beschreibt, dass Krankheit eigentlich ein aus dem Ungleichgewicht geratenes Lebenskraft ist. Also Krankheit ist auch in seiner Ansicht nichts Schlimmes, sondern für Hahnemann sind Krankheiten ein Ungleichgewicht in der Lebenskraft. Also entweder ein zu viel oder ein zu wenig, ein Fehlen oder ein zu voll. Und die homöopathische Medizin geht eigentlich dahin, mit potenzierten Impulsen dieses Lebensgleichgewicht wieder in Balance zu bringen. Die Lebenskraft in Balance zu bringen. Und in einen gewissen Rhythmus natürlich. Also für uns ist es nicht so, dass wir jetzt um jeden Preis irgendwelche Symptome weghaben wollen, sondern wir versuchen ja zu ergründen, was ist denn die Ursache für ein Symptom? Was ist denn die Idee? Was ist denn die gute Absicht eines Symptoms? Also Krankheiten sind für Menschen wichtig, um Bewusstheit an einen bestimmten Ort zu bringen, wo wir was noch nicht, wie Hippokrates sagt,
wo wir etwas wieder die Natur und den Geist getan haben. Gut soweit, überlegenswert. Bei dieser Folge geht's jetzt, kommen wir auf den dritten Medizinkreis, also eigentlich auf den vierten, aber die Milche sind ja der Nullte sozusagen. Ganz grob, nicht zur Verwirrung, ganz grob gibt es ja große Medizinkreise, ja? Also die Naturreiche, das Menschenreich als Medizinreich und das Geisterreich als Medizinreich, ja? Also wir können ja aus allen Bereichen können wir krank werden und heil werden. Die Homöopathie vereinigt eigentlich alle großen Naturreiche. Mein dritter Mein dritter Medizinkreis geht, wie in der ersten oder in der vierten Folge schon angedeutet, wo wir schon mal ein Beispiel gehabt haben, auf die Salze. Salze haben für mich die Idee, wann könnte ich drauf kommen, was für ein Mensch, wenn ein Mensch Salze braucht. Salze haben immer die Idee von zwei verschiedenen Sachen. Also es wird ja zusammengesetzt, heute Ammonium Muriaticum. Es wird zusammengesetzt aus Ammonium und aus dem Chlorid, Muriat. Es hat also immer zu tun mit Kommunikation. Was für ein Gefühl entwickelt ein Mensch, der Salze braucht, was hat er als Grundgefühl fast? Er fühlt sich wie isoliert vielleicht. Er kann nicht kommunizieren mit der Welt, mit Menschen, mit der Natur. Ihm fehlt die Kommunikationsmöglichkeit. Als Lebenssünde würde ich in den Bereich nehmen die Trägheit, was als Trägheit oder als Distanz beschrieben wird. Also man kann nicht aufgehen, es kann sich nicht zusammenfügen. Es kommt nicht zusammen, keine Synthese. Es gibt nur These und Antithese, aber keine Synthese. Und was ist dann die ganz hohe Idee, wohin dann Salze führen können. Und das ist für mich einfach auch Selbstdisziplin. Also ich muss an mir arbeiten, dass ich diesen Mangel der Kommunikationsfähigkeit überwinde. Aber es geht auch um ein gewisses, es führt in ein Vertrauen. Auch wenn ich noch nicht so kommunikativ bin, trotzdem versuche ich es und lerne aus jeder Begegnung. Ammonium Muriaticum, salzsaures Ammonium oder Salmiak, das heißt auch Salmiak. Kommt uns irgendwie altertümlich vor, Salmiak, Geist. Glaube ich, hat es einmal gegeben. War mal Putzmittel oder irgend sowas. Aber wir schauen uns das Ammonium Muriaticum einmal an. Auf der körperlichen Ebene. Körperliche Ebene. Ammonium hat viel mit Husten zu tun. Klebriger, zäher Husten. Überreichlich. Lunge ist ja auch unser, die Lungen sind ja auch unser Kommunikationsorgan. Es ist ein Kommunikationsorgan, die Lunge. Und zwar eine Kommunikation, die ich nicht kontrollieren kann. Meine sprachliche Kommunikation, die kann man kontrollieren. Entweder, dass man viel sagt oder dass man nichts sagt oder wie auch immer. Oder dass man das Richtige sagt, dass man nicht das Falsche sagt. Aber unsere Lungenkommunikation, wir atmen dieselbe Luft, alle atmen dieselbe Luft. Wenn wir in einem Raum sind, so wie der
der Sinnspruch, die Sonne scheint auf gute Menschen und auf schlechte Menschen. Ja, so atmen wir immer dieselbe Luft. Sie haben, glaube ich, auch schon festgestellt, dass es in der Luft immer noch Moleküle gibt, die Cäsar damals schon eingeatmet hat. Oder nehmen wir ein besseres Beispiel, Jesus eingeatmet hat. Es soll noch Spürstchen, also von Spuren, von Molekülen in der Luft geben, die damals eingeatmet wurden. Es ist grandios. Und Ammonium muriaticum setzt auf der Ebene an, auf der Lunge und mit Husten. Wir kommen jetzt ein wenig so in die Ansteckungszeit, die leichtere Ansteckungszeit, Herbst, Winter. Husten. Heiserkeit gehört dazu. Ein Brennen im Kehlkopf. Es gibt gewisse Ischialgien, die ganz gut ansprechen auf Ammonium muriaticum. Es gibt Haarausfall mit Jucken und Schuppig. Das sind so, es ist ein Kältegefühl, ein Frösteln, ein immerwährendes Frösteln vorhanden. Das wären jetzt einmal so körperlich mal so drei- und vierwertige Sachen. Gefühlsebene. Da kommen uns Menschen entgegen, die sind eher Melancholiker. Ammonium und Franken, das hängt schon ein bisschen zusammen. Wo so Idee. Es ist eine Folge von einem inneren Kummer. Also irgendwann hat man Kummer erlebt und aber nicht richtig bewusst gemacht, nicht aufgearbeitet. Der Kummer, der ist immer noch da. Folge von innerem Kummer. Es sind eher zurückhaltende Menschen. Es sind reservierte Menschen. Wenn ihr nach Franken kommt, dann ist es nicht so, dass ihr mit offenen Armen empfangen werdet oder so. Da müsst ihr schon was dafür tun. Aber wenn ihr mal Freunde gefunden habt, dann habt ihr sie für immer. So ist ein wenig so die fränkische Mentalität. Also eher zaghaft. Gefühl von Unverstanden. Das, was der Mensch ausdrückt, er hat immer das Gefühl, ich kann viel erzählen, aber ich werde eigentlich nicht richtig verstanden. Woher und warum das sowas kommt, gibt es natürlich meistens mehrere Ursachen. Aber uns geht es jetzt um das Drei- und Vierwertige. Er fühlt sich fehl am Platz. Er fühlt sich, wo man hinstellt, fühlt er sich irgendwie fehl am Platz. Das wäre mal die Gefühlsebene. In der mentalen Ebene gibt es ein Symptom durch die ganzen Arzneimittelprüfungen. Er denkt, ein Schwert hängt über seinem Kopf. Es gibt also wirklich in der homöopathischen Literatur gibt es manchmal Ausdrücke oder Empfindlichkeiten oder Ergebnisse. Da hätte ich mein Leben lang nie dran gedacht, dass sowas überhaupt gibt. Aber es ist einfach interessant, weil viele Menschen erleben vieles immer ganz individuell. So ist es. Er hat immer die Idee, auch er will sich nicht bange machen lassen. Bange machen gilt nicht. Aber er lässt sich gern bange machen. In seinem Denken, in seinem Tun, in seinem Wollen, in seinem Sein. Er lässt sich bange machen. Er hat das Verlangen, an anderen festhalten. Irgendwo brauche ich einen Halt. Wer kann mir einen Halt geben? Wo kann ich mich festhalten? Wer gibt mir Struktur? Das sind so seine Gedanken, so, die natürlich dann mit den Gefühlen noch verbunden sind. Er möchte ganz gern weinen, aber er kann aber nicht weinen.
Weinen wäre ja in dem Fall auch was ins Fließen bringen würde. Wenn man weinen kann, ist ja schon eine Gabe. Weil es auch eine reinigend wirkt. Die Wesensebene von Ammonium Muriaticum ist eigentlich, er fühlt sich heimatlos hier auf der Welt. Er fühlt keinen festen Boden unter sich. Er fängt schon an und fühlt keinen festen Boden unter sich. So fängt er sein ganzes Leben an. Er hat ein Versagen. Er hat die Folge von Versagen. Irgendwann hat er einmal versagt. Ob jetzt das wirklich so war oder ob er es einfach nur so überzeugt ist davon. Und dieses Versagen, das hat er nie aufgearbeitet. Das ist eigentlich letztendlich, führt es zu einer zentralen Selbstsabotage. Wie soll man wirken, wie soll man leben mit so einer Selbstsabotage? Das ist schwierig. 5 allgemein. Sie träumen, vom Pferd gebissen zu werden. Es gibt vielleicht noch 1 oder 2 andere Mädel, die sowas träumen. Aber wenn jemand sowas erzählt in der Anamnese, er hat geträumt, er wird vom Pferd gebissen, dann ist das schon mal eine ganz gute Idee, mal an das Ammonium Muriaticum zu denken. Er stürzt in die Fluten. Also Fluten, er stürzt ins Wasser, er wird hinweggeschwemmt. Träume sind für mich auch immer was sehr Interessantes, weil sie auch immer sagen, mit was das Innerste, das Unbewusste sich beschäftigt. Es gibt große Traumrepertorien, die immer recht interessant und zielführend auch sein können. Also, man könnte sagen, aus dem Schwert über dem Kopf, das Damoklesschwert. Also, er steht eigentlich ständig unter dem Damoklesschwert. Es kann mich jederzeit irgendwas ereilen oder fast an Pessimismus ausdrücken. Er ist aber noch nicht depressiv, er ist melancholisch. Ich kenne das ganz gut, weil meine Melancholie schützt mich immer vor Depression. Wo geht's hin mit Ammonium Muriaticum? Was könnte man sich vorstellen? Was wär bestenfalls die Idee, wie der Mensch reagiert nach einer Ammonium Muriaticum Gabe? Es kann eine radikale Umorganisation seiner Glaubenssätze werden. Und es sind fatale Glaubenssätze, die Ammonium Muriaticum hat. Also er wird seine Glaubenssätze überprüfen, er wird sie anschauen und es verlangt viel Mut und viel Bereitschaft und es braucht Zeit. Aber er kann in die Lage gelangen, seine Glaubenssätze zu überprüfen und die radikal umzuorganisieren. Erst klar formulieren, dann umformulieren. Letztendlich führt es eigentlich zu einer Art Selbstbewusstsein. Also Ammonium Muriaticum wird sich aus seiner Zwei-Herkunft, wird er sich eigentlich selbstbewusst, seines Selbstes bewusst. Letztendlich ist es ja auch ein großes Ziel für jegliche homöopathische Begleitung, weil es ja nie um, also
Ich möchte zusagen. Homöopathie ist keine Therapie der moralischen Gesellschaft, der moralischen Instanz. Es führt zu einem Individuum, zu etwas Individuellem, zu dem Selbst, das man hat. Und letztendlich geht es aber dann nach dem Selbst noch weiter, aber da kommen wir dann später noch drauf. Ich möchte die Folge schließen mit dem Satz: Sind wir nicht alle ein bisschen Ammonium Muriaticum? Vielen Dank für euer Interesse.